Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen, Elf, Nachbeben, mit eurem DC Steve und eurem Cloud, mit dem wir achten. Im letzten Part hatten wir Dialoge und ja, man könnte denken, technisch ist es gut weitergegangen, ja. Man könnte denken, okay, cool, aber ihr habt schon richtig in den Kommentaren was geschrieben, und zwar haben sich die Charaktere, was ich möchte nicht gehen. Müssen wir da noch was machen? Die Charaktere haben sich sehr negativ entwickelt. Hallo, mein Schatzi. Ah, okay. Mit allen gesprochen hat, muss man uns natürlich nochmal gepimpert werden. Okay. Natürlich. Hey, Alea, es ist wieder soweit. Sollen wir nicht ins Zelt gehen? Ich hab Druck, auch dabei. Wieso möchtest du ins Zelt? Ach, du weißt schon. Ich hab Bock. Na, wir sind doch zusammen, da könnten wir doch. Weil richtig, bei mir bedeutet zusammen sein richtig genau eigentlich nur eins. Ich will Sex. Ja, das ist Farodin. Und wenn er das dann nicht bekommt, macht er wieder allein, 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 allein. Bist du auf den Geschmack gekommen oder wie? Nee, ich bin schon immer so, aber du bist einfach nur die, und du bist die Nächste, aber ja, ne? Red dir das nur rein, ja? Und irgendwann, vielleicht noch in diesem Spiel oder falls es doch in 4, 5 Jahren vielleicht doch noch einen neuen Letzter der Hälfte Teil geben wird, wirst du eh sterben. Ja. Kann man so sagen. Gut, dann gehen wir mal rein. Jetzt muss ich ja auch nicht mehr aufpassen, dass was reißt. Nee, jetzt zu spät. Ah. Jetzt geht's los, Steve. Okay. Jetzt geht's los. Nein, mein Lieber, noch nicht. Erstmal musst du dir ein Kondom überziehen. Ich will nicht schwanger werden. Nein, wir müssen das farbige ausblumieren. So. Leck mich. Also sprichwörtlich bitte. Oh, Steve. Leck mich. Also geht's doch los. Natürlich ist aus Varodins Sicht natürlich nur das reine. Er möchte. Er muss halt sein Druck loswerden, danach ist er. Oh Gott, ne? Ich habe mir neulich eine Review angeschaut zu dem Original Halloween-Film, ja. Und da gibt's auch eine Szene, die quasi in Echtzeit abläuft, ja. Also wo quasi die Leute in ein Haus gehen, der Mörder kommt rein und die gehen hoch, um sich zu vergnügen, ja. Der Mörder streicht das Haus und bringt dann beide um. Und wenn man diese Szene mal durchgeht, dann hatten die 1,5 Minuten Sex gehabt. Inklusive aus- und wieder anziehen. Krass. Kein Mensch. Da wurde er hat sich einmal drauf gelegt und hat. Oh, und so war er fertig. Wie meinte der Reviewer so schön? Da wurde sich auf das Wesentliche fokussiert. Ja. Ja. Also hatten wir auch Sex. Natürlich mit Klamotten noch, ja. So, nein, weil sie sitzt dann natürlich danach nackt am Spiegel, muss natürlich eine Zigarette rauchen und ihre Haare kämmen. Weil, nachdem man 1,5 Minuten wilden Sex hatte. Ja, natürlich. Er hat sie richtig durchgenommen hier. Richtig, genau. Also nochmal, in diesen 1,5 Minuten war, die sind quasi in der Treppe hochgegangen, haben sich quasi ausgezogen, hatten ihren Akt und er hat sich schon wieder angezogen, weil er dann angezogen von dem Mörder umgebracht wurde, ja? Das könnte im Schläfertfilm passieren. Ja. Er hat keinen Bock da drauf. Was ist? Aber du erwartest natürlich, ne? Dass sie dir einbläst, ja? Ich finde das eklig, ich will das nicht machen.
Ernsthaft jetzt? Wieso findest du das eklig? Es stinkt und macht mir keinen Spaß. Das Problem ist, das hat noch nicht gelernt, ja. Das Problem, pass auf. Zwei Seiten dazu gehören. Okay, das Problem ist, ja. Gott. Ich finde nicht, als ich in einem YouTube-Video mal so etwas spreche, ja. Es ist ja vollkommen in Ordnung, dass die so eine Unterhaltung per se führen, ja? Das ist richtig, ja. Irgendwann in einer Beziehung oder auch, also egal ob jetzt eine feste Beziehung, Affäre oder was weiß ich, ja, also sobald es langfristiger wird oder auch bei kurzfristig, ja, sollte ja mal irgendwann über Don'ts, Do's und Don'ts gesprochen werden, ja? Mhm. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich frage mich nur, gehört, also wenn ich das in mein Werk einbaue, mein Buch. Mein Werk, ja. Ja, ja. Ja, also egal ob jetzt Buch, Film, Serie, Videospiel, dann redet man ja davon, dass ich eigentlich nichts einbaue, ohne dass es einen Mehrwert hat. Ja. Mhm. Und sei es auch nur, dass es zum Worldbuilding beiträgt. Ja, dass man zum Beispiel irgendwie eine Szene hat, wo die Skyline gezeigt wird oder so, ja, das dient der Atmosphäre zum Beispiel, ja? Ja, oder dass eben vielleicht gezeigt wird, dass die Figuren einkaufen gehen, damit möchte man vielleicht aufzeigen, wie die Bindung der Figuren zueinander ist oder so, oder ob vielleicht die Figur gewisse Vorlieben hat, zum Beispiel für das Niedliche oder für, ja, die ist ein bisschen, die Person ist rougher drauf oder so etwas, Charakterisierung zum Beispiel, ja? Also sprich, eigentlich auch triviale Szenen sollten vom Auto mit einem Mehrwert im Hinterkopf designt werden. Ja? Mhm. So, dafür gibt es sicherlich jetzt auch Fachbegriffe, ja? Ja, garantiert, ja. Aber wir packen es mal auf das Wesentliche runter, okay? Gut. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was soll uns das jetzt hier bringen? Also offensichtlich soll uns jetzt die Sexualvorlieben von Fagodin näher bringen, okay. Mhm. Die hatten wir ja schon mal gehabt, ja. Meine Prognose, ich kenne das Spiel nicht, sondern kein Let's Play gesehen, bewusst nicht, ja. Ja, wir sind auch die Einzigen, die es so weit gespielt haben. Okay. Es gibt dieser Wapsteri oder so, wie er heißt, der hat ja zwei Parts gemacht. Und danach hat er es abgebrochen. Okay. So. Also. Sonst gibt es wirklich keinen anderen, der es gespielt hat. Genau, hier könnt ihr das Spiel also exklusiv sehen. Super. Ja, ja, das ist richtig. Also, passt auf. Also, World Premiere. Ihr müsst euch mal überlegen. Meine Prognose von der Story ist jetzt folgende. Farodin hat wieder keinen Bock, irgendwas zu machen, will aber natürlich seine Fantasien alle durchsetzen. Und deswegen holt sie sich diese Fantasien von wem anders und das wird der Dunkelelf sein. Das wird Willi machen, auf jeden Fall. Und so kommt der Konflikt zwischen Farodin und Willi wieder rein. Ich denke, dafür ist das einfach nur da, um uns ganz plump das zu geben. Das ist meine Prognose. Das ist aber bei den letzten Frauen von Farodin auch mal irgendwie passiert, ne? Dass sie sich sexuell frustriert haben, weil Farodin halt nur, ne, sein Ding durchgezogen hat und dann war es das. Wichtig, laut, eins muss man dran denken. Ja. Wenn jetzt dann am Ende sie fremd geht, ist natürlich sie allein schuld, weil natürlich. Sie ist ja fremd gegangen, deswegen muss er jetzt weiter Alkohol trinken, weil er kann ja nichts dafür, ja. Nur weil er vielleicht seine sexuellen Vorlieben auf Kampf durchsetzen wollte und nichts getan hat, was sie wollte, ja. Also es geht ja einfach fremd und so weiter. Ich möchte jetzt nicht fremdgehen schön reden, aber das ist auch dann die falsche Wahl. Aber ich denke mal, was halt ein Grund dafür, wenn dann das nicht offen angesprochen wird, genau. Ich möchte es immer gerne. Ja. Kannst du vielleicht über deinen Schatten springen und vielleicht doch mal probieren für mich? Ja. Zumindest mal ausprobieren. Ja. Sie sind ja gerade erst frisch zusammen seit der letzten Nacht oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich bin doch gewaschen. Ich finde das sehr verletzend von dir. Das Traurige ist ja sogar, muss ich jetzt für das halber sagen, ja, dass
Alea jetzt noch nicht mal 100% schlecht geschrieben ist. So, wenn sie ein bisschen mehr Charakter hätte. Ja, die ist ja, glaube ich, irgendwie ist sie gar nicht mal so alt oder so. Ist, glaube ich, Anfang 20 oder so, ne? Oder? Ja, wir wissen es halt nicht, ne? Also ich würde jetzt die Figur als recht jung einstellen. Ich glaube, so relativ jung so, ja? Also sie hat ja zumindest Molten wahrscheinlich auch von großgezogen, ja? Also, obwohl, ja, könnte stimmt. Könnte nicht so unser Alter sein. So, vielleicht. Okay. So alt wie mittlerweile eigentlich auch Faro und Co. sein müssten, vermutlich, ja? Normaler Sex reicht doch. Ja, ich hab damit gerechnet, ja? Das kurze Rein und Raus vom letzten Mal? Naja, ich hätte lang nicht mehr, ne? Da halte ich nicht so lange durch. Vielleicht sind wir ja zu schnell zusammengekommen. Okay, das ist eine sehr... Also auch eine harte Aussage dann dafür, das ist ja? Schon alles sehr Holzhammer-mäßig. Also, ja, tatsächlich ist... kann sexuelle... Also, wenn Sex... Ach Gott, ich will jetzt nicht sagen Unbefriedigung, ja? Sexuelle... sexuelle Disharmonie, ja? Ja. In einer Beziehung ist durchaus ein häufiger Trennungsgrund. Ja, wenn einfach beide Partner unterschiedliche Vorstellungen haben. Gerade bei jungen Paaren ist das eher ein Thema als jetzt bei Menschen mittleren Alters, die zusammenkommen. Die haben schon ihre Erfahrung gesammelt, meinst du? Wie kannst du sowas sagen? Jetzt komm mal her, ich schlag dich jetzt gleich, ja? Und dann gibt's ein kurzes Rein-Raus, so. Mehr nicht hier. Ach, wir sind uns ja jetzt schon am Streiten. Ich verstehe nicht, warum. Ach, Faro, oh, meine... Oh, nein. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Es hat auch keine Musik mehr. Ich glaube, ja. Drück mal Enter. Ich habe Angst, Leute, wenn... Oh Gott, das könnte dann... Vielleicht ist es gerade nur ein Intermezzo-Part, Leute, ja? Ja, wir werden es gleich sehen. Okay. Wir haben einfach keine Musik bekommen. Ja, okay, wir haben jetzt einfach keine Musik. Ja, damit können wir leben. Das ist natürlich nachher die Frage, sieht man es nachher, die Fehlermeldung. Faro dreht durch, .org. Ja? Wir werden es sehen. So. Deine Augen. So, Leute, erst mal eine Frage. Ankluas, du wirst das hier früher oder später ja auch sehen. Grüße natürlich erstmal, ja? Ja. Und wie immer gilt, ne, alle Kritik geht nur ans Spiel und nicht, ne, an den Entwickler. Aber das weißt du ja, nur das gilt auch mal für alle anderen Entwickler, die vielleicht zuschauen. Es ist immer nur gegen das Spiel und nicht gegen die Person. Das hier muss doch auffallen. Wie kann so etwas in einem releaseden Spiel sein, dass eine Soundfile dir fehlt? Das ist natürlich die Frage. Wir haben ja schon, es gibt ja schon eine... Es gibt eine gepatchte Version, genau. Aber ich finde sie halt nicht. Genau. Das ist das Problem. Und leider hat Ankros sich seit dem letzten Kommentar auch nicht wieder gemeldet bei uns. Oder halt in den Kommentaren verewigt. Damit wir auch an sie rankommen. Weil im... Nein, er hat... Recht, war das er mich hieß seitdem mal wieder da? Nein, das ist das Problem. Also es gibt da, ist immer noch down, ja. Genau, so, es also heißt... Wir kommen halt nicht an neuere Versionen vom Spiel aktuell. Genau, wir können nur diese Version gerade spielen. Das habe ich jetzt für mich aber auch schon gesagt, wir werden diese Version fertig spielen, wir machen ja irgendwann einen Rerun, ja, und dann werden wir beim Rerun dieses Spiels halt die neuere Version dann spielen. So. Ja. Oh Gott, dreht er jetzt durch, ja? Mhm. Das hat er ja schon mal gemacht, ne? Bei Alia damals. Aber bei Alia. Also, die kurz davor war, sie zu vergewaltigen. Ich hoffe, bitte, 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 bitte. Damals ist ja noch Widdy dazwischen gegangen und hat sie davor gerettet, ja? Oh, das Problem ist,
Okay, warum mussten wir nach Vampire's Dawn 3 das nächste Spiel spielen? Ist das jetzt so eine neue Meta in der deutschen Maker-Szene? Ja? Dass man jetzt irgendwie das V-Punkt-Thema jetzt ja. irgendwie in Videospiele einbauen muss oder so. Ja, also Leute, und bitte denkt dran, ja, wer davon betroffen ist, setzt euch da bitte mit einer Hilfshotline so auseinander. Ne? Findet ihr auch recht einfach und ja, gut. Mhm. Gucken wir mal. Deine Augen, die sehen so kalt aus. Oh, ich glaube, das ist der Farodin, wie er damals sein Dorf ausgelöscht hat, ja? Schnauze, elendes Weib. Du willst mich nicht. Du willst mich betrügen und hintergehen. Ja. Alle Leute hassen mich. Wieso bringt er sie jetzt um oder wird er daran gehindert? Oh, ich bin gespannt. Das habe ich doch nie gesagt und nie vorgehabt. Du machst mir Angst, Farodin. Siehst du, du haust doch ab. Ja. Ja. Ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, die einzige Chance, die sie jetzt hat, theoretisch noch, ja, ist eigentlich, sie hat ja Waffen bei sich wahrscheinlich noch oder so, ja. Also das ist ja ein Zelt, Leute, ja, die wir hier sind. Dass sie jetzt irgendwie versucht, das Zelt aufzuschneiden und sie hat einen Bogen auch noch als reguläre Waffe, ja, das wäre so nicht mehr okay. Ja, sie kann einmal auf ihn feuern, ne? Ja. Und dann wird er immer da irritierter stehen und dann kannst du schnell zu den anderen Leuten rausrennen. Mm. Oder einfach nach Hilfe schreien. Das ist ein fucking Zelt, man hört euch. Genau, und wir wissen ja, dass links davon direkt die Leute stehen. Also wenn sie jetzt einfach wirklich laut schreit mit Farodin, nein, Hilfe. Ja, dann würden eigentlich Leute kommen. Ja, komm her jetzt. Ach, zum Glück. Danke. Wag es dich und ich schmette dir einen Feuerball. Aber nur so einen halben. Nur einen halben Feuerball. Ach doch, einen kompletten Feuerball. Ja, in deine Fresse. Ah, was willst du von mir? Du hast deinen Verstand verloren schon wieder. Sag das nochmal, du möchtest gern Magier. Ich bin der mächtigste Magier aller Zeiten. Ich bin Edwin Odisirio, Feuermagier und der stärkste Rotmagier aller Zeiten. Achso, nee, irgendwie bin ich das ja doch nicht mehr, weil ich bin nicht mehr so cool wie früher aus Baldur's Gate. Ja, das soll man halt machen, ja, in der heutigen Zeit. Ich muss ja irgendwie auch jobben, ich muss mein Geld irgendwie verdienen, ja. Nachdem ich nicht mitgenommen wurde ins Eiswindtal, muss ich irgendwie mein Geld verdienen. Und auch für BG3 wollte man mich irgendwie nicht zurückhaben, scheinbar. Ja. Da gibt es schon eine Mod dafür. Ich bin noch nicht eingeladen offiziell und die Macher wollen einfach kein DLC machen. Was ist los mit mir? Bitte lad mich ein für BG4, bitte. Ich will zurück. Ich will kein letzter Schlachter Elfencharakter mehr sein. Ein Schritt und ich pulverisiere dich. Übrigens, noch einmal, gerade ein Feuerball in einem Zelt. Hey, das ist eine ganz großartige Idee, ja? Also, ja. Die Feuerbrunst inbegriffen. Das ist das. Ja. Ja, ich finde zumindest gut, dass der aktuelle Maker nicht mehr abstürzt, sobald irgendwie was fehlt, ja. Ja. Du bist ja wieder wach. Warum ist sie immer noch da? Mein Kopf dröhnt. Was ist passiert?
Du bist ohnmächtig geworden. Achso, sorry. Ja. Du bist ohnmächtig geworden. War da nicht etwas mit Edwin? Nein, nein. Alles gut. Seltsam. Aber naja, komm, lass uns was futtern. Ja, das waren Zeiten, wo Edwin mich immer Fischfräse genannt hat. Ja, es waren bessere Zeiten. Das waren bessere Zeiten, ja. Ah, das war deiner, ja. Aber bleibt es jetzt die ganze Zeit, dieser Loading-Error? Was hat er denn da aber falsch gemacht, dass das immer noch diese Musik keine laden Ahnung, will? Ja. Müssen wir wahrscheinlich gleich erstmal speichern und neu laden, sonst sonst erstellen wir uns irgendwie kurz eine Datei, die genauso heißt und dann dann ist sie zumindest da. Haha, das ist genial. War eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Warum ist das auf einmal so? Hat er ja vorher nicht so gehabt. Boah, es ist die große Frage. Hängt das zusammen wegen dem Loading-Fehler? Also ist das so ein Maker-Ding oder ist das... Ich kann es gerade echt nicht einschätzen, wo dieser Fehler herkommt. Ich auch nicht, ja. Hab ich halt noch nie gesehen vorher, ne? Das ist gerade sehr schwer einzuschätzen für mich. Er hatte da noch blaue Haare und war sehr von sich selbst überzeugt. Farodin hatte da blaue Haare? Nein, er spricht von Edwin. Ach so, Edwin. Ach so. Ja. Er hatte doch erst nachdem er seine Emo-Phase hatte, hatte er so neue Frisur und neue Haarfarbe und so. Hatte der im dritten Teil noch, hatte der nicht im dritten Teil schon schwarze Haare bekommen? Glaub, eigentlich schon, aber... Ja, der hat die erste, ich glaube, auf jeden Fall im ersten und zweiten Teil, glaube ich, hatte er ja blaue Haare, oder im ersten Teil, glaube ich, hat er blaue Haare gehabt. Ja klar, weil im ersten Teil war er einfach Klaus. Und dann hat er quasi, war dieser random Klaus, der einfach rumstand. Hihi, das steht Ihnen doch gar nicht. Ihr beide seid echt süß, wenn ich das mal so sagen darf. Danke, Onkel Willi. Wir verstehen uns sehr gut. Vielleicht ja auch ein bisschen mehr als gut. Nicht so, wie du denkst. Selina, ich möchte dir noch mal danken, dass du mir verziehen hast. Es war eine dumme Aktion von mir und Edwin. Eine dumme Aktion, dass du zum Beispiel die Mutter von ihr umgebracht hast? Eine dumme Aktion. Dass ich alle umbringen wollte? Richtig. Aber zumindest kann er nichts dafür, dass auf einmal Farodin der Meinung war, dass ja ihr alter Freund, weil er der Sohn von Edwin war, also automatisch böse sein muss. Das stimmt. Ja, eigentlich war er einfach nur in einer Findungskrise gewesen. Hat ein typischer Jugendlicher, der auf einmal erfährt, mein Vater ist böse, ja, und sich dann sagt, okay, dann muss ich auch böse sein, weil ich will ihm nah sein, ja, und dort hätte... Er wollte ja ganz halt seine, er wollte einfach von ihm geliebt werden, ne, und er genau. Wollte... Seine Aufmerksamkeit und ja, so, ihm gefallen. Und deswegen hat er alles getan. So, okay. Und da hätte ja aber Farodin, als Charakter, der schon so viel durchgemacht hat, ja auch auf ihn einwirken können. Aber nein, das ist automatisch wie, du bist ein Jugendlicher und du hast dich entschieden, böse zu sein, ja, dann können wir dich auch umbringen. Und weil du bist jetzt ein Fiesling. So, ich weiß gar nicht mal genau, wie er dann gestorben ist, aber es war einfach so, wo ich mir. Ich fand es auch so Verschwendung für den Charakter, da machen wir uns nichts vor. Indem man den Sohn von Edwin rausgeschrieben hat, hat man so eigentlich gerade erst notwendig gemacht, dass hier dieses neue Alea und der Typ hier eingeführt wurden. Na, stimmt wohl. Ja? Lauren hieß er übrigens. Ja.
Aber wir wollen eigentlich, wollen wir alle nur Sand wieder haben, ja? Ja. Mit Akzent, nicht einfach Sand. Dann wollen wir Sand. Richtig. Wie oft willst du dich denn noch entschuldigen? Es ist alles gut und ich bin froh, dass es nicht noch mehr ausgeartet ist. Du bist doch mein Onkel. So, das ist übrigens gerade mal einer, ich bin gerade echt irritiert, einer der besseren Willi-Momente, weil er genau das noch eigentlich darstellt, ein Anti-Held. Mann, ey, könnt ihr da nicht diesen schwarzen Sexismus-Sache einfach mal sein lassen? Von mir aus hier und da mal ein Spruch oder so, aber ein bisschen unterschwelliger, wo er irgendwie vielleicht mal eine Ablehnung findet nach dem Motto, wo er vielleicht versucht, sich ranzumachen, aber das, was wir hier haben, ist halt einfach, keine Ahnung, also du bist irgendwie 14 oder so und hast das erste Mal einen Schmuddelfilm gesehen und denkst, das kann man auch in echt so machen. So benimmt sich Willi. Ja, das stimmt. Auch die ganzen Sexszenen oder erotischen Sachen, die hier angesprochen werden, sind alle sehr, sehr plump und Ja, also keine Ahnung. Ich finde das irgendwie komisch. Also, nochmal, wäre das Maker-Spiel geschrieben von jemandem, der 14, 15 wäre, würde ich halt sagen, ja, okay, ich halt. Nicht am Alter, aber Anklos ist halt unser Alter, ne? Ja. Von dem her. Und hier kann auch Anklos nicht sagen, die Fans wollen das ja so, weil nein, die Fans wollen nicht Charaktere, die so sind. Die Fans wollen die. Ich kann jetzt ja nur von uns und von der Zuschauerschaft sprechen, die wünschen sich die Charaktere zurück, wie sie irgendwie noch in den Teilen 3 bis 6/7 so drauf waren. Aber hier kommt wieder das Problem, mit dem kann man absichtlich Trash machen. Ich bleib dabei, hier erkennst du den Unterschied von Letzte Schlacht der Elfen und Alte Macht. Alte Macht hat auch mit Trash angefangen, aber Kai wurde immer besser und hat sich dann und wollte auch immer ernste Spiele erstellen. Ja, richtig, und deswegen kann man ab Teil 6 eben auch nicht mehr von Trash reden. Ja, sondern von klassischen Rollenspielen halt. Aber Anklos ist einen anderen Schritt gegangen. Er hat sich gesagt, hey, die Leute wollen diesen Trash, also produziere ich weiter Trash. Das kann funktionieren, theoretisch, ist aber sehr schwierig. Ich finde, Teil 7, glaube ich, ging noch. Ja. Und dann war das Problem, dass das Gameplay anstrengender wurde. Richtig. Und die Dialoge halt nicht so mitgekommen sind. Genau. Oder von der Charakterentwicklung, dass alles irgendwie ganz komische Bahnen gekommen sind und dann jetzt und so viele neue Charaktere dazugekommen sind, die uns auch einen Scheiß interessieren. Und in dem Teil jetzt hier habe ich ein bisschen das Problem mit den Charakteren, ja, dass wir jetzt phasenweise im Spiel ja gar keine Unterhaltung mehr hatten, also gar kein Charakter-Development, einfach nur wieder dieses stumpfe, ein uninspirierter Dungeon nach dem nächsten, wobei die immer schon. Jetzt kriegen wir alles aufs Mal reingedrückt, ne? Genau. Ja. Also das ist der Grund. Vielleicht, wenn ich das wundert, warum ich ja gesagt habe, die ganze Zeit, wir wollen das haben, jetzt kriegen wir es und wir meckern trotzdem. Nein, wir hätten das verteilt aufs Spiel bekommen müssen. Und über den Inhalt, glaube ich, können wir uns ausstreiten, denn ihr habt in den Kommentaren auch schon wunder geschrieben, warum kennt jetzt eigentlich jeder mit jedem irgendwie random zusammen? Es ist zu plötzlich. Wie wäre es, wenn ich euch bald mal einige meiner Tricks beibringe? Das ist doch wieder schön. Warum ist dieser Dialog gerade so viel besser? Ja, das ist, was Willi ausmacht. Hey, wie hast du es eigentlich überlebt? Du warst doch tot. Ja, ich habe halt meine Tricks. Ja, das ist dämlich, aber das, irgendwie. Das ist kein Argument dafür, ja? Wird es niemals beschrieben? Nein, muss es auch nicht. Ja, genau. Er hat halt seine Tricks. Genau. Und das wurde irgendwie auch akzeptiert. Und jetzt kommt's. Ich finde, es würde sogar Willi entmystifizieren. Ja, wenn man auf einmal wirklich erklären würde, ja, weißt du, ich habe einfach einen Ankh bei mir gehabt, ja, das muss ich aufladen, indem ich 100 Seelen sammle und wenn ich dann sterbe, dann werde ich wiederbelebt. So, das wäre jetzt euch eine Begründung. Es wird den Charakter aber irgendwie entmystifizieren, ja? Das wäre genial.
Da sage ich auch nicht nein. Ja, ich glaube, wir sind Amulett. Ja. Der Dialog war wirklich gerade in Ordnung gewesen. Ja. So, also vergleich jetzt mal ganz kurz den Dialog hat mit den dreien und vergleicht mal gerade, was abgelaufen ist bei Farodin und Alea. Und dann sagt mir bitte mal, wovon würdet ihr gerne lieber mehr sehen in diesem Spiel? Von der ganzen Art her. Und würde Willi in der Art, wie er hier drauf ist, auch von mir aus seine Flirtversuche starten, ja. dann wäre es ja was ganz anderes. Ja? Genau. Sylvia, das, was heute mit Farodin passiert ist, kommt mir bekannt vor. Diese Augen, die hat er schon einmal. Er ist vollkommen durchgedreht. Farodin ist psychisch krank. Das schon eine sehr lange Zeit. Heute ist wieder einer seiner kaputten Persönlichkeiten herausgekommen. Genau diese gab es damals, als er sein Elfendorf ausgerottet hat. Wofür du ihn manipuliert hast, dass er genau so geworden ist, ja? Ja, weil seine Eltern abgeschlachtet hat. Mhm. Liebling, dieses Dorf hat er doch auf deinen Befehl ausgelöscht. Richtig, Sylvia? Richtig! Ja, das stimmt. Damals war ich noch sehr jung und verhasst auf die ganzen Elfen. Du bist eine komplette Ausnahme. Ah, aber warum sagt er auch vom letzten Mal wieder, ja? Genau, warum sagt er nicht? Ja, es war falsch und ich schäme mich dafür, was ich damals getan habe, aber dank dir bin ich jetzt nicht mehr so ein Mensch. Weißt du, das könnte er sagen, oder er sagt sich, ja, ne, ich war damals jung und verhasst. Aber ich stehe dahinter, was ich damals gedacht habe. Aber du bist eine Ausnahme, ja? Also, eigentlich will ich immer noch alle Elfen ausrotten. Aber dich nicht, weil für dich habe ich eine Ausrede, warum du in Ordnung wärst. Ja. Ich weiß, wir beide sind ein ungleiches Paar. Aber ich muss dir sagen, dass es nicht gut war mit deinen ganzen Machtspielchen. Ach, es ist offensichtlich also nicht in Ordnung, dass ich versuche, einen Genozid auszulösen an den ganzen Elfen. Na Mensch, okay. Oh, es könnte jetzt Title-Drop-Zeit sein. Es hat noch keiner stattgefunden. Wann willst du sie eigentlich wieder machen? Die letzte Schlacht der Elfen. Ich liebe dich so sehr, Edwin. Versprech mir, nicht mehr so machtgierig zu werden. Darf ich noch so ein bisschen machtgierig sein? Das ist so, ja, ne? Ja, ein bisschen ist okay. Aber nicht zu viel. Wo sehe ich denn meine Grenze? Na, das sage ich dir schon. Na, die Grenze ist da, sobald du es klein schreibst, sozusagen. Na, es muss noch klein geschrieben sein. Sobald du es groß schreibst, dann ist es überschritten. Ich weiß nicht, ob ich das kann, meine Liebe. Mein Herz war schon immer hasserfüllt und von Zorn durchtränkt und deswegen muss es auch so bleiben. Meine Gefühle zu dir sind mir auch gänzlich neu. Nee, also eigentlich hast du schon mal Gefühle gehabt, solche für Sand, ja? Die du ja mit dieser einen Frau hattest, die dann, während du auf Arbeit warst, meinte, dass du sie geschwängert hast, obwohl du gesagt hast, dass du unfruchtbar bist, ja? Ja, und deswegen hat sie dich dann verlassen, ja? Richtig. Das war zum Beispiel Peak, letzte dumm. Schlacht der Elfen. Das war dumm, aber das war Peak. Das war wirklich Peak, ja? Das ist so dämlich gewesen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, für mich ist letzte Schlacht der Elfen 6 ein Highlight. Wirklich, ja? Es ist... Will ich, ohne Mist, Leute, würde ich eine Top 10 beste Maker-Spieler aller Zeiten machen. Ich wäre, glaube ich, gezwungen, irgendwie letzte Schlacht der Elfen 3, 5 und 6 aufzunehmen, ja? Ja, dann haben wir Mondschein und dann haben wir das. Die Reise nach Norden und dann haben wir. So, dann muss ich noch alte Machtteile aufnehmen. Ja, und ich glaube, ich muss irgendwann mache ich mal so ein Ranking, ja? Ich muss irgendwann mal so Ranking-Videos machen. Und es wird wirklich schwer, weil, also gerade letzte Schlacht der Elfenteile, also 3, 5 und 6 war einfach Peak. Ja.
Nein, du bist eine Halbelfe. Ich muss das nochmal betonen, das ist mir sehr wichtig. Ich stehe immer hinter dir. Also, auch wenn du wieder böse und machtgierig wirst, ich stehe hinter dir. Du machst mich ganz kirre. Du bist so unendlich süß. Sobald das hier alles vorbei ist, möchte ich für den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein. Wie lange seid ihr jetzt ein Pärchen, dass ihr jetzt darüber redet? Eine Woche vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, gut. Manche, die frisch verliebt sind, die... Da ist das so, ja. Ja, genau, die überlegen sich schon. So, jetzt brauchen wir den... Also wenn es Deutsche, würden sie sagen, wenn das hier alles vorbei ist, schließt man ein Haus... wie heißen die nochmal? Diese Aussparvertrag ab, ne? Bausparvertrag ja. ab. Och, und jetzt muss so romantisch zu mir gesagt. Ja, und dann schließen wir noch eine Versicherung ab, damit unsere Kinder direkt im Studium was schon haben, so Geld zur Verfügung haben. Oh ja, und ich melde jetzt schon mal den Kindergarten, aber wir haben doch gar kein Kind geplant. Ja, wir müssen jetzt den Kita-Platz schon mal anmelden. Das muss so früh passieren, ja. Richtig, ah. ja. Und ja, also ich soll und das Haus davon ist, fandest du doch auch so toll. Lass uns doch schon mal mit der Bank reden, was wir davon halten. Richtig, ja, ja, und dann müssen wir natürlich noch gucken, was für eine Versicherung wir nehmen, für den Fall, die auch Wasserschaden mit abdeckt und so. Oh, Mann. Das möchte ich auch, Edwin. Ja, wollen wir uns über Versicherungspolicy unterhalten? Oh, bitte nicht, ey. Oh. Reicht mir schon nicht für eine Arbeit. Sagen es morgen unseren Gefährten, dass wir zusammen sind. Bin gespannt, ja, was sie dazu sagen. Ich glaube, Farodin dreht nochmal richtig durch, ey. Machen wir. Auch der Dialog war übrigens vollkommen in Ordnung gewesen, auch wenn er wieder diesen seltsamen Halb-F-Vibe hatte, ja. Aber auch hier wieder eine Referenz zu alten Sachen. Ja, und, ist gut. Und auch diese Beziehung ist gerade dynamischer in der Entwicklung. Elfin und Selfia küssen sich sehr innig und lassen die Sorgen erstmal hinter sich und verbringen eine schöne Nacht zusammen. Am nächsten Morgen. Ja, man muss nämlich immer alles zeigen, was sie machen. Sowas reicht doch, oder? Das ist vollkommen ausreichend gerade. Vollkommen ausreichend. Den Rest können wir uns vorstellen. Ja. Du musst es aber nicht explizit sagen, dass sie jetzt hemmungslos sind. Ne? Genau. Also wirklich, ich denke, das Stoppen kommt wirklich von dieser Fehlermeldung. Ja, ich glaube auch, ja. Weil man sieht es hier ja gerade, dass das regelmäßig gerade kommt. Ja, ja. Immer wenn er wieder versucht, das wieder neu zu laden, kriegt er den Fehler und dann. Ja, du musst auch immer was drücken dafür. Ja, genau. Guten Morgen. Was ist das für Musik hier gerade? Guten Morgen allsamt. Ich habe euch was zu sagen. Hier merkt man immer so ein bisschen so Regionalsprech, ja, aber allsamt ist, glaube ich, nicht Hochdeutsch, oder? Ich kenn's auf jeden Fall, aber. Aber eigentlich ist doch allesamt, oder? Eigentlich mache ich allesamt, ja. Also allesamt könnte. Ja, umgangssprachlich oder Regionalsprech sein, oder? Könnte. Ja, mal gucken. Ja, sehr mal gucken, Barry. Also ich habe so allsamt so jetzt noch nicht gehört, muss ich sagen. Es klingt gerade eher nach einem Rechtschreibfehler auf jeden Fall. Gut, das ist auch. Ja, gut, das ist auch möglich, ja. Aber das Problem ist natürlich bei manchen Sachen. Ja, also A ist meine Rechtschreibung selbst auch nicht perfekt oder Grammatik, ja. Und manchmal natürlich, klar, kann es irgendwie auch Regionaldialekt sein. Kleiner Fun-Fact, ein Spiel mit viel Regionaldialekt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, sind die Baldur's Gate-Spiele, ja, wo gezielt damit gearbeitet wurde, aber eben auch gezielt damit gearbeitet wurde. Hier habe ich dann den Eindruck, dass es immer wieder mal durchrutscht, sozusagen aus Versehen. Also wo Anklos schlicht... Kai hatte das ja auch. Ja, genau. Genau, du hast sofort gemerkt, dass er aus dem Kölner Raum kommt. Kleiner Funfact, in den Kommentaren dachten immer Leute, er kommt aus Sachsen. So, obwohl ich mir dachte, witzigerweise von Leuten, die aus Köln kommen. Woran du übrigens erkennst, dass so manche Dialekte doch näher aneinander sind, vor allem in geschriebener Form, als man denkt. Also ja, man darf es auch so schreiben. Man darf es so schreiben, ja? Okay. Man darf es so schreiben. Okay, ja. Interessant. Gut. Das sind so Sachen, das sage ich ja auch, meine Rechtschreibung ist nicht perfekt, ja? Also, ich kann den Ausdruck so einfach nicht.
Du hast neue Titel. Und jetzt ist mein Niveau auf einmal wieder grottentief gesunken. Warum? Wir hätten doch jetzt zwei tolle Dialoge gehabt, die in Ordnung sind. Warum muss jetzt wieder Trottelzeit sein? Ja, auch wieder hier, was wird gemacht? Die Frau wird auf ihr, ja, auf ihr sekundäres Geschlechtsorgan reduziert. So, warum sagt man darauf nicht einfach nein? So, nein? Vielleicht lasse ich einfach nur, wenn mir jemand was sagt. Also, ich war jetzt nicht beim Chirurgen und habe mir meine Brüste vergrößern lassen. Um einfach der Person nochmal einen Spiegel vorzuhalten, wie dumm sie ist, weil er muss sich's nochmal wiederholen. Und dann würde ich darauf aufmerksam machen, hey, achtest du wirklich gerade deine, ja, wie du gerade sprichst, als angemessen? Und dann wird die Person eins machen, entweder drüber nachdenken und vielleicht das nächste Mal anders oder, reden. Oder anfangen zu pöbeln, ja. Oder von mir genervt sein und mich ab dann in Ruhe lassen. Und beide Optionen sind in Ordnung. Ja. Wie Willi schon kindisch angedeutet hat, ja, ich bin mit Selfia zusammen. Und damit sage ich, ja, du bist Titten. Ja. Ich hab's ganz direkt gewusst. Kann dir doch egal sein, du hast auch eine neue Freundin. Ja, vielleicht nicht mehr. Statt dass du dich darüber aufregst, Papa, solltest du dich für die beiden freuen. Danke, Selina, eine der wenigen Figuren. Also tatsächlich, Selina mag ich sogar als Figur, ja. Weil er es irgendwie geschafft hat, dass es ein nicht nerviger jugendlicher Charakter ist. Also es ist ein nicht nerviger Teenager. Danke, Selina. Wie gesagt, wir beide sind ein Paar und wir wollten es euch nicht länger verheimlichen. Nun denn, jetzt wissen es alle und wir können weiter. Alles Verräter hier. Oh nein. Du hältst jetzt mal den Ball, Flafarodin. Deine Eifersuchts-Szenen sind gar nicht mehr zu ertragen. Reiß dich am Riemen. Willst du mir drohen? Ganz sicher nicht. Du hast schon genug andere Probleme. Also lass deinen Unmut nicht immer an andere raus. Akzeptiere es einfach, Farodin. Irgendwie bin ich der einzige Single hier. Ich fühle mich so einsam. Ja, warum bist du als einziger Single? Vielleicht, weil du die ganze Zeit Frauen nur auf Loch und Titten reduzierst. Ja, Gratulation, Willi. So. Und weißt du, nehmen wir mal an. Ich glaube, es wird nicht passieren. Also, Angelos kann mich gerne eines Besseren belehren. Ja? Wir gehen mal davon aus, er hat Willi bisher mit Absicht so geschrieben, wie er ihn geschrieben hat, um jetzt ihn reflektieren zu lassen. Und um eine Charakterentwicklung zu machen, dann würde ich noch sagen, okay, man hätte es nicht so übertreiben müssen, ja, aber ich würde es dann wieder sagen, in Ordnung. Bitte für den nächsten Teil etwas weniger sowas machen, aber okay. Mach dir nichts aus, Willi, wir sind doch auch alle Single. Ja, ich bin nicht mit dir zusammen. Der kleine Lügner. Ja, es ist irgendwie traurig, dass die beiden Teenager-Charaktere für mich tatsächlich so die besten sind, ja? Weil die beiden nerven tatsächlich nicht. Also Selina ist wirklich vollkommen in Ordnung. Molten müssen wir nicht. Müssen wir nichts, aber er nervt mich nicht. Ja. So, dann kommen, ja, irgendwie gefühlt Edwin und Selfia, aber auch nur, weil sie bisher irgendwie am besten das Oldschool, letztlich nach der Elfending so ein bisschen rüberbringen. Ja. Mhm. Auch wenn es mir zu Holzhammer-mäßig ist. Und ja, Farodin und Willi nerven einfach nur. Das ist so leider. Also es ist leider Vampire's Dawn 3
Aska und hier. Celine am Anfang, ja. Celine am Anfang hat auch richtig rumgenervt. Oh, Gott, ja. Ja, Celine am Anfang war echt schrecklich. Also, der Charakter wurde erst später interessant. Schaut da richtig, gerne rein, ja. Unser Vampire Stone 3 Let's Play, ja. Aber keine Triggerwarnung, da werden gewisse Themen thematisiert, die Trigger-Sachen sind. So viel nur dazu. Mhm. Nun, Leute, lasst uns weiterreisen. Holy Moly. So, erstmal speichern auf jeden Fall das Erste, was wir tun. Oh Gott, das ist. Ja, es ist ja wirklich nervig. Wir müssen die Datei einpacken, sonst kommt das immer wieder. Ich will jetzt mal was ausprobieren, Leute. F12 war es, ja? Glaub schon, ja. Oh, F5 müsste es, glaube ich, sein für ins Menü, oder? Nee. Okay, sowas anderes gerade. Ja, wie zwei. Titelbildschirm. Nee, okay, es geht hier gerade nicht weg. Leute, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Dann sind wir jetzt durch mit den Dialogen und denken mal, jetzt kommt das nächste Dungeon. Jetzt kommt wieder ein bisschen langweiliger Dungeon. Genau. Ja, ihr könnt mal eure Meinung zu diesen ganzen Dialogen natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Würden uns hier immer, über nette Kommentare, Daumen nach oben freuen. Und ja, ich war DSD Steve und euer Cloud mit den 4. Und denkt noch an ein Abo und um kein Video mehr zu verpassen, nicht auch noch die Glocke aktivieren. Tschö, tschö. Tschö, tschö.